Jedes fünfte Kind in Deutschland leidet unter einer Essstörung. Wie weit der Magerwahn gehen kann und was das für die betroffenen Familien dann bedeutet, zeigt heute Abend sehr eindrucksvoll der Sat.1-Film aus Haut und Knochen. Ehe wir gleich mit den beiden Hauptdarstellerinnen Anja Kling und Lisa Marie Koroll sprechen wollen, schauen wir mal kurz rein. Nachdem die 16-jährige Lara, gespielt von Lisa Marie Koroll, vor allen Nachbarn in den Pool fällt, lässt es sich nicht mehr leugnen. Lara ist magersüchtig. Für die Eltern, gespielt von Anja Kling und Oliver Mommsen, beginnt ein Kampf gegen hilflose Ohnmacht, Schuldgefühle und der Angst, ihre Tochter zu verlieren. Willst du uns was sagen? Nee. Wieso? Jedes Mal, wenn du dich vor mir gewogen hast, hast du diesen BH getragen. Wir haben dir vertraut, Papa und ich. Du schwänzt die Schule. Du fütterst deinen BH mit irgendwelchem Zeug, damit wir denken, dass du zugenommen hast. Stimmt das? Gar keine Ahnung, wovon ihr redet. Eine Reise in die tiefen Abgründe einer vermeintlich heilen Welt. Versprich mir, dass du nicht stirbst. Schönen guten Morgen, Anja und Lisa Marie. Hi. Morgen. Gut, dass ihr hier seid. Im Film seid ihr ja Mutter und Tochter. Und wenn wir diese Zahlen mal so hören, jedes fünfte Kind, was macht das mit einem? Und wie war es auch, diesen Film dann zu so einem wichtigen Thema zu machen? Ja, das sind erschreckende Zahlen natürlich. Jedes fünfte Kind ist, das ist ein Wahnsinn. Letztendlich kennt irgendwie fast jeder von uns jemanden, der das in der Familie hat. Das ist natürlich furchtbar. Was das macht, so einen Film zu drehen. Ja, ich hoffe, dass wir schaffen, so ein bisschen Hilfestellung zu leisten bei den vielen betroffenen Familien, die so verzweifelt und ratlos vor ihren Kindern stehen. Wobei ich sagen muss, Magersucht und auch Bulimie, das ist ja nicht nur eine Krankheit, die bei Kindern und Jugendlichen auftaucht, das gibt es auch bei Erwachsenen. Die Ratlosigkeit bleibt trotzdem. Und das war schon eine sehr intensive und spannende Zeit. Du sagst gerade intensiv. Lisa Marie, du hast jetzt eine 16-Jährige gespielt, die eben an Magersucht erkrankt ist. Muss man sagen, wie intensiv hast du diese Zeit denn erlebt und wie hast du dich auf die Rolle auch vorbereitet? Im Vorfeld natürlich extrem eingelesen, Dokumentationen geschaut, Erfahrungsberichte gelesen. Dann auch mit Christina, der Regisseurin, sehr innig irgendwie ausgetauscht. Und die Zeit dann an sich, also während der Dreharbeiten, das kann man halt nicht so leicht abschütteln. Also es war jetzt nicht so wie bei einer Komödie, wo man den Drehtag beendet und dann ist irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also es war schon so, dass einen das schon sehr mitgenommen hat auch. Kannst du Kinder und Jugendliche verstehen, die diesem Schönheitsideal hinterherrennen? Also wenn du dich selbst, du hast ja auch, glaube ich, mit einem Personal Trainer zumindest abgenommen. Wenn man sich dann selbst im Spiegel betrachtet, hast du es nachvollziehen können? Ich kann es nachvollziehen, klar, weil wir einfach auch, wenn man sich auch Instagram anguckt, wenn man sich auch die ganzen Cover anschaut, dann ist da alles einfach sehr auf dieses perfekte Erscheinungsbild getrimmt. Aber oft, das muss man ja dazu sagen, hat ja Magersucht weniger den Grund, perfekt auszusehen oder besonders schlank zu sein oder was auch immer, sondern oft sind das ja auch gerade junge Menschen, die einen immensen Leistungsdruck verspüren und die einfach die Kontrolle behalten wollen. Junge Menschen, die sich hilflos fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie können nicht mehr selbst bestimmen, äußere Umstände würden über ihr Leben bestimmen. Und, Ursachen für so eine Magersucht, die sind so vielseitig. Ja, das wäre wirklich zu wenig zu sagen, die wollen jetzt alle, haben zu viel Germany's Next Topmodel geguckt und wollen jetzt alle ganz dünn sein. Sondern da sind oft ganz, ganz schwerwiegende Probleme, die dahinter stecken. Traumata auch, ja. Ja, oder die Schule, Leistungsdruck, wie du sagst, oder eben Trennungen zu Hause, keine Ahnung, da gibt es so viele verschiedene. Jetzt bist du auch Mutter, wie kann man denn damit umgehen als Eltern? Weil das ja auch eine Geschichte ist, die dann ja Kinder und Jugendliche oft geheim halten wollen und ja wirklich alles dafür geben, dass die Eltern das Umfeld das im Prinzip nicht mitbekommen. Wie sollte man als Eltern denn reagieren? Nein, nun bin ich jetzt auch keine Psychologin. Ich würde zunächst mal sagen, man sollte sich unbedingt Hilfe suchen, weil man das oft alleine nicht hinkriegt. Ich weiß nur, dass das, was ich als Mutter da gespielt habe, ist sicherlich nicht der Weg. Also das Kind zu kontrollieren und den Druck quasi zu erhöhen, indem man sagt, du musst und jetzt setz dich hin und ich will sehen, was du auf deinem Teller hast und ich will zugucken, wie du das aufisst. Das ist sicherlich nicht der Weg. Aber ja, das Richtige zu finden, ist da schwer. Wie habt ihr denn so, wenn man jetzt nochmal auf das Thema Familie geht, es geht ja hier auch darum, dass es eine ganze Familie betrifft, eine ganze Familie sprengt.
Was macht das denn mit einer Familie, wenn tatsächlich der Junge oder das Mädel dann erkrankt ist? Wie habt ihr das erlebt? Also, ich glaube, das zerreißt eine komplette Familie. Also das einmal natürlich diese Schuldfrage, die Eltern sich dann oft stellen, auch dieses Akzeptieren, dass man damit vielleicht auch nicht unbedingt was zu tun hat, dass man nichts falsch gemacht hat. Und dann auch einfach, was der Film ja auch ganz gut verdeutlicht, Geschwister, Kinder bleiben da einfach auf der Strecke. Also die, es fängt plötzlich alles an, sich um ein Kind zu drehen. Und die komplette Aufmerksamkeit ist darauf, da irgendwie eine Lösung zu finden. Und ja, das auch, also ich meine, bei euch untereinander als Mutter und Vater führt das natürlich auch zu immensen Spannungen. Ich glaube, diese Hilflosigkeit, die man dann spürt, dass man eben, dass es keine Pille gibt, dass man nicht sagt, jetzt nimm die Pille und dann bist du wieder gesund, sondern dass es eine psychische Erkrankung ist, das ist das, was es so schwer macht und so die Eltern so hilflos dastehen lässt. Jetzt hattest du gerade eben gesagt, also der Film hat ja letzten Endes ja auch eine Message. Was kann Eltern denn mitgegeben werden, dass man sagt, so, hey, wenn ich tatsächlich auch in Verbindung mit der Schuldfrage vielleicht, wenn ich ein solches Problem bei mir in der Familie habe, wie gehe ich damit um? Ja, also ich denke, auf jeden Fall sollte man sich Hilfe suchen. Man sollte nicht denken, das kriegen wir, wir verheimlichen das und machen das hier familienintern und wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich glaube, man sollte da wirklich mit erfahrenen Psychologen arbeiten, Therapeuten. Ansonsten kann man eigentlich nur da sein für sein Kind und versuchen, das Selbstbewusstsein zu stärken und ihm ganz viel Liebe schenken. Also wir merken, es ist ein unglaublich komplexes Thema, selbst für euch als Schauspielerin, die ja nun letzten Endes mit dem Thema zum Glück persönlich nichts zu tun haben. Von daher unbedingt reinschauen heute Abend aus Haut und Knochen, 20.15 Uhr geht es los. Ganz wichtiger Film zu einem sehr wichtigen Thema und direkt im Anschluss beschäftigt sich noch das Akte Spezial um 22.20 Uhr mit dem Thema, wenn Essen wirklich Angst macht. Und da sprechen dann auch Betroffene von ihrem Kampf gegen die Magersucht. Also bleiben Sie da einfach dran. Es ist wirklich ein Thema, über das es richtig zu sprechen sich lohnt. Vielen, vielen Dank, dass Sie unser Gast sind. Ja, danke schön.